Herzlich willkommen zu einer neuen DailyDAX US Morning Ausgabe. Heute am Freitag, dem 22. Juli 2022. Der letzte Handelstag dieser Handelswoche und damit, ja, zeigt sich eben mit einem ersten Fazit dieser Handelswoche, dass sich die technische Erholung hat durchsetzen können und somit ist das favorierte Szenario auch, was die Märkte anging, aufgegangen. Sowohl beim DAX als auch an der Wall Street. Beim DAX wurde ja selbst schon mein Erholungskursziel vollständig abgearbeitet. Beim Dow Jones Index ist dies allerdings noch nicht der Fall, denn hier setze ich weiterhin darauf, dass wir in den kommenden Wochen auch noch einen Anlauf sehen in Richtung des hier übergeordneten Abwärtstrends. Kurzfristig aber muss man durchaus mal jetzt auf die kommende Handelswoche blicken, denn es könnte natürlich auch hier zu einer kurzfristigen Konsolidierung, sprich Kursabgaben, kommen. Schließlich haben wir jetzt auch im Eiltempo einfach mal schnell hier etwas mehr als 2000 Punkte nach oben gewinnen können. Dann der Blick auf die Technologiebörse Nasdaq. Auch hier ist die Frage, starten wir jetzt wirklich direkt weiter durch oder kippt das Ganze vielleicht und wir sehen erst einmal nochmals einen Rücksetzer auf 12,2. Genau hier werde ich eben auch entscheiden müssen, wie, je nachdem die Trendstruktur ist und wie die Abwärtsdynamik nach unten ist, ob ich mich von meiner Trading-Idee trenne. Denn natürlich sehen wir, dass sich das Chartbild wirklich aufgehellt hat. Deshalb wird der Kursverlauf in der kommenden Börsenwoche wirklich interessant. Denn mit einem Rücklauf eben auf diese Ausbruchszone plus Aufwärtstrend und bei einer entsprechenden Verteidigung könnte eben hier wirklich eine weitere große Rallye initialisiert werden, sodass man gegebenenfalls einfach sogar hier an dieser Stelle von Short auf Long wechseln muss. Also es wird sehr interessant in der kommenden Börsenwoche, die Märkte zu verfolgen. Und es ist auch auf jeden Fall spannend, derzeit einen Blick auf die Aktie von Salesforce zu werfen. Denn der Abwärtstrend, der ist schon durchbrochen, aber seit einigen Wochen. Aber wir sehen, dass die Aktie noch immer in einer engen Seitwärtsbewegung tendiert. Und ja, man müsste einfach wirklich über 192 raus und dann wäre Platz bis 220 US-Dollar. Also das sollte man auf jeden Fall hier auch vorerst im Hinterkopf behalten, dass Salesforce trotz Kurserholung noch immer nur in einer Seitwärtsbewegung steckt. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und bis heute Abend dann mit dem Blick auf den DAX und dessen Kursverlauf, sprich Rückblick auf diese Handelswoche und natürlich auch mit dem ersten Ausblick.